Ja, und zum herzlichen Willkommen zurück zum American Truck Simulator. Ich habe mir da schon mal einen Auftrag ausgesucht, den wir gleich nehmen werden, nämlich hier von Roswell. Vom Walmart zum Walmart in Clovis. Ist nach hier oben. Nach hier unten gibt es leider gerade nichts. Hätte ich gerne gehabt. So zur Grenze von New Mexico. Aber dann gehen wir halt hier zur Grenze. Und einmal Altverpackung, 18.000 Pfund. Ist auch nicht allzu weit, von daher wieder mal eine gute Mischung. So, den Sitz habe ich wieder eingestellt. Starten den Motor. Schauen kurz den Auflieger an. Oh ne, wie so ein kleiner süßer Auflieger. Ich liebe die ja beim Einparken, die sind für mich ein Albtraum. Und mit einem Mac Anthem. Das Einzige, was ich beim Mac immer sehr schwierig finde, ist der Spiegel. Wirklich sehr weit hinten ist. Also muss man auch weit hinten sitzen, um den Spiegel im Blick zu haben. Rechts geht's ja noch. Aber ja, man sitzt wirklich sehr weit hinten immer. Hier haben wir kein Navi drin. Dann nehme ich mal den Navigator zur Ansicht hervor. Und wir müssen jetzt hier einmal links fahren, um aus dem Gelände hier zu kommen. Sind 105 Meilen, geht noch, nicht allzu viel. Einmal einen Yui gemacht. Und dann geht's auf zum nächsten Walmart. Die kleinen Auflieger sind zwar gut für die Kurven und so, aber trotzdem, ich mag die nicht wirklich so sehr. Sieht mir schon fast zu klein wieder. Und wie gesagt, das rückwärts einparkieren geht bei denen für mich gar nicht. Weil man sich da wirklich sehr umstellen muss, vom Radstand her. Keep right. Und sich da schnell mal verschätzen kann. Exit right. Get ready to turn right. Turn right. Ich weiß, war bloß ein Rolling Stop, aber wie gesagt, bei den 1000 Stoppschildern, die es in den USA gibt, mache ich das ungern. Bei jedem Stoppschild. Dann geht's ab in die Nacht. Ungefähr um 10 sollten wir da sein. Altverpackungen. Das ist auch immer wie die vom Walmart zum Walmart verschicken. Area hier rechts. Mitten im Nirgendwo.
Truck ist leider abgeriegelt, wie es aussieht, bei 65. Das heißt, schneller können wir gar nicht fahren. Aber das reicht ja auch. Manchmal sieht dieses Bodyroll gar nicht gut aus. Sieht aus, als würden wir jede Zeit umkippen. Und hier ist auch nicht gerade ziemlich breit von den Straßen her. In diesem kleinen Dörfchen hier. Oder go straight. Ist wahrscheinlich eher doof. Müssen wir im Moment Richtung mexikanische Grenze unterwegs? New Mexico Grenze. Das ist eigentlich in die ganz andere Richtung, als ich eigentlich wollte am Anfang. Weil ich ja erst von Las Vegas nach Los Angeles, San Francisco wollte. Von daher würde ich sagen, schauen wir dann mal gleich im nächsten Auftrag, den wir machen, ob wir von Las Vegas aus irgendwie was in diese Richtung da haben. So Richtung Kalifornien oder eben Nevada, Arizona, in dem Stil so. Und von da aus dann Richtung Osten und Norden gehen. Westen, Norden so. Um da ein bisschen die zwei Staaten aufzudecken. Junge. Aufzudecken. Sah aus, als würde er nach rechts ziehen wollen. Klaus. Noch nie gehört. Ist ein Stoppschild? I don't know, ich fahre einfach. Nach der Brücke links und dann rechts. Geradeaus. Keep left and then turn left. Sehr schön, gleich grüne Ampel erwischt. Sieht zumindest so aus, wenn es noch grün ist. Ja, gelb geht noch. Keep right and then turn right. Dann turn durch die Seitenstraße. Gibt es einfach zweimal einen Walmart. Oder ist das eine des Distributionscenter vielleicht und der andere das der Laden? Könnte gut sein. Keep right and then turn right. Okay, diesmal ziemlich einfach. Einfach am Rand parkieren und dann war's das. Turn right
Perfekt. Da wären wir wieder. Schön. Und abgeben. $1000 nicht allzu viel, aber trotzdem. Dann würde ich sagen, war es das schon wieder für diese Folge vom American Truck Simulator. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.